Ich komme ja mal auf dieses geheimnisvolle Areal. Das Palettenhaus ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Symbiose aus Ästhetik, Ökologie und nachhaltigem Bauen. Eine Zielsetzung, die wir eigentlich auf unsere Fahnen geschrieben haben. Sehr froh bin ich immer, dass das unsere Studenten auch sehr offen aufnehmen, sich mit den Themen beschäftigen und dass dann bei einem Wettbewerb ein solches Produkt herauskommen kann. So ein Modul kann die Decke sein, es kann aber auch genauso der Boden sein. Durch das, dass die Palette eben so offen gestaltet ist, kann ich dann Träger integrieren. Ich kann aber die Zwischenräume nutzen und da Installationsmaterial hineingeben oder ich kann das ausdämmen, das heißt, ich kann das so nutzen, wie ich mag. Und es ist so, dass wir das Gebäude so optimiert haben, dass man es wirklich auch ganz einfach transportieren kann. Das heißt, man verliert eigentlich keinen wertvollen Stauraum, sondern man kann wirklich den LKW voll ausnutzen. Und das auf billigste Art und Weise. Das ist einfach das, wo man sagt, ja, das ist überall möglich, ich kann das überall machen. Wenn ich jetzt einen Krisenherd habe im Sudan, dann gehe ich her und nehme die verfügbaren Europaletten und schaffe für die Bedürftigen eine Unterkunft. Man hat halt die Möglichkeit, dass man das Gebäude in die Slums genauso stellt, als wie verwendet für Flüchtlingslager, weil es relativ schnell zum Aufbauen ist. Und man kann es aber auch genauso als Wochenendhaus benutzen. Das heißt, man hat sogar die Möglichkeit, ein niedrigste Energiehaus draus zu machen. Ein erklärtes Ziel ist es, Studenten für diese Themen zu interessieren, zu begeistern und die TU zu einem Ort zu machen, wo diese Themen zukunftsträchtig bearbeitet werden. Also wir wollen in dem Bereich schlicht und einfach die Besten in Europa und weltweit werden.